So, nach dieser kleinen Unterbrechung in diesem Saal geht es jetzt weiter. Und zwar, wir gucken jetzt mal in die in Map-Editoren für amtliche Vektorkarten. Wir haben zugeschaltet irgendwo aus Niedersachsen, aus Hannover oder? Genau. Aus Hannover haben wir zugeschaltet Sebastian Drattjens. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ja, mein Vortrag leider aus der Ferne, aber schön, dass es trotzdem klappt. Ich bin Sebastian Drattjens, ich bin Webentwickler beim LGLN, dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung in Niedersachsen. Ja, und wir beschäftigen uns mit einigen neuen Themen im Bereich WebGIS und daraus ist ein Open-Source-Projekt entstanden, was ich heute vorstellen möchte. Ein Editor, um ja, individuelle Vektorkarten, auch amtliche Vektorkarten zu erzeugen. Wir haben aktuell bei uns im LGLN verschiedene Innovationsprojekte, die wir durchführen und es werden in den nächsten Jahren auch noch mehr werden. Grob gesagt geht es darum, dass wir auf Veränderungen der Digitalisierung reagieren wollen und uns da jetzt einfach mit neuen Themen auch hier im Amt beschäftigen müssen. Da gibt es ein Projekt, das heißt Basisvisualisierung, in dem ich mitarbeite. Da geht es darum, dass wir neue Visualisierung für unsere amtlichen Daten für die Nutzung im Web erproben und uns in neue Technologien einarbeiten. Es ist ein Schwerpunkt darauf, dass es um individuelle Karten gehen soll. Wir haben oft die Anforderung, dass Kunden unsere Karten gerne nutzen möchten oder gerne amtliche Daten nutzen möchten, aber wir einfach nur starre Karten anbieten, die man nicht weiter anpassen kann. Wir haben dann zwei Schwerpunkte in unserem Projekt. Das ist einmal die Nutzung von Kartenanwendungen auf Mobilgeräten. Da beschäftigen wir uns vor allem mit Vektorteils. Will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Da gibt es auch andere Vorteile auf der FOSGIS zu und gab es in den letzten Jahren auch schon, wo die Vorteile von Vektorteils liegen, in der Nutzung auf Mobilgeräten. Wir haben kleine Datenpakete, wir haben beliebig hohe Auflösungen, die wir mit den Vektorkarten bedienen können. Das ist eben ein Schwerpunktthema in unserer Projektgruppe. Ein zweites Thema ist die 3D-Visualisierung. Da wird es um alles gehen, was man so an Buzzwords im Kopf hat. Geländedarstellung, Virtual Reality, Augmented Reality kann alles Thema werden in dieser Projektgruppe. Aber Schwerpunkt heute ist der Bereich der mobilen Kartenanwendung, wo auch die heute vorgestellte Software drin entstanden ist. Kurz ein paar Prinzipien, mit denen wir in unserer Projektgruppe arbeiten, weil sie nicht unbedingt alle typisch sind für Softwareentwicklung in einer Behörde. Wir beschäftigen uns, wie schon gesagt, mit Innovationen. Es geht aber nicht nur um inhaltliche Innovationen, dass wir jetzt neue Karten erstellen, sondern es geht auch darum, unsere Arbeitsweisen innovativ zu gestalten. Ein Schwerpunkt, dass wir agile Softwareentwicklung betreiben, ist jetzt in der Softwareentwicklung generell keine Innovation unbedingt, aber für unser Amt oder generell sicherlich auch noch für viele Behörden ist es schon noch eine neue Arbeitsweise, die wir in unserer Projektgruppe und auch weiteren Gruppen in unserem Haus erproben. Ja, wir müssen einfach Erfahrungen sammeln mit der agilen Entwicklung. Wir merken schon, dass sie uns voranbringt, aber wir müssen da noch weiter reinwachsen. Dann ein Schwerpunkt Mobile First. Wir entwickeln unsere Webanwendung mit Mobile First Ansatz vor dem Hintergrund, dass ja die Nutzung von Mobilgeräten immer mehr zunimmt und wir darauf auch reagieren wollen und unsere Webanwendung zukünftig auch für Mobilgeräte optimieren wollen. Ja, und das vierte Prinzip, weswegen ich diesen Vortrag eigentlich halte, das ist Open Source. Es geht uns in unserer Arbeit nicht nur darum, Open Source Software zu nutzen und darauf aufbauend Software zu entwickeln, sondern wir wollen eben auch selber Open Source veröffentlichen. Und ein erstes Programm haben wir jetzt vor kurzem veröffentlicht aus unserer Projektgruppe heraus und wollen da eigentlich auch ja, im Laufe des Jahres noch weitere Lösungen aus der Gruppe veröffentlichen. Was ich heute vorstellen möchte, ist die Software VT Map Editor, die wir jetzt, wie gesagt, vor kurzem veröffentlicht haben auf GitHub, lizenziert unter der EUPL. Ja, das ist eine Software, die im Laufe des letzten Jahres in unserer Projektgruppe gewachsen ist. Es ist als Prototyp entstanden, hat für uns auch immer noch so einen gewissen Prototypencharakter. Es ist noch nicht keine ausgereifte Software, aber wir arbeiten daran, sie zu verbessern. Es ist ein Editor für Vektorteilkarten, hatte für uns vor allem den Hintergrund zu zeigen, was wir ja mit Vektorteils mit unseren amtlichen Daten machen können, wo da Vorteile in der Nutzung liegen gegenüber bisherigen ja, Kartendiensten, die wir haben, wie WMS, WMTS, dass wir einfach zeigen wollen, wie flexibel man mit Vektorteils sein kann.
Kurz zum Zweck dieser Software. Wie schon gesagt, ein Vektorteil-Editor ist es. Es ist aber kein universeller Editor wie jetzt Matputnik oder Fresco. Es geht nicht darum, dass wir jetzt ermöglichen wollen, dass man sich von Null an ein Styling aufbauen kann für die Mapbox-Vektorteils, sondern das Prinzip beim VT-Map-Editor ist, dass man sich vordefinierte Basiskarten auswählen kann, die dann in unserem Fall, wenn wir es hosten würden, von uns vordefiniert sind. Und diese Basiskarten kann man sich weiter anpassen. Man kann auch nicht alles anpassen. Die Styling-Spezifikation von Mapbox ist sehr groß. Man kann viel machen mit Vektorteils, was die Visualisierung angeht. Aber in dem Editor geht es eher darum, ganz rudimentäre Sachen zu ändern, Farben von Objekten zu ändern, vielleicht mit der Deckkraft mal die Deckkraft ändern zu können. Aber es geht nicht darum, jetzt wie gesagt, so einen Universal-Editor zu bauen. Wir denken auch bei der Karte jetzt nicht nur an die reine Visualisierung. Uns geht es darum, dass die Karte mehr ist als nur Darstellung. Wir denken da an Kartenanwendungen. So kann man sich mit diesem Editor nicht nur Stylings erstellen, sondern auch kleine Kartenanwendungen exportieren, die man dann weiter nutzen kann. Das Ganze soll als Software as a Service laufen können, sodass man sich als Nutzer eben übers Internet Karten, Stylings und kleine Kartenanwendungen erstellen kann und sich diese dann später in seine Internetseite, in seine eigene Kartenanwendung oder Ähnliches einbinden kann. Wichtig ist auch, was nicht Zweck der Software sein soll, schon ein bisschen durchgeklungen ist, es soll kein Experten-Editor sein, mit dem ich alles an Vektorteil-Stylings mir bauen kann, sondern es geht darum, dass der normale Nutzer, der vielleicht keine Ahnung hat, was überhaupt Vektorteils sind, was eine Styling-Spezifikation ist, was JSON ist, dass auch der in der Lage ist, sich in unserem Fall eine amtliche Karte für die Webnutzung anpassen zu können. Und es soll auch kein Kartenviewer sein. Das kam in den letzten Monaten immer mal wieder durch, wenn wir die Software vorgestellt haben, dass Fragen kamen, wie kann ich da auch externe Kartendienste mit einbinden oder Ähnliches, was dann eher so Richtung Kartenviewer geht. Das ist nicht Zweck der Software, es soll wirklich ein Editor sein und die Ergebnisse, die man sich erstellt, sollen dann außerhalb der Software weiterverwendet werden können. Kurzer Überblick über die Funktion. Ich versuche das gleich auch nochmal alles live zu zeigen, dann wird es ein bisschen klarer, was der Editor kann. Aber schon mal vorweg, kleine Übersicht. Wie schon gesagt, es geht darum, erstmal Basiskarten auszuwählen. In unserem Fall wären es amtliche Karten, aber dem Editor ist es am Ende egal, ob man mit amtlichen Daten oder nicht amtlichen Daten arbeitet. Der ist grundsätzlich flexibel. Man kann sich diese Basiskarten dann weiter anpassen, kann layerweise Anpassungen vornehmen, Farben ändern, Sichtbarkeiten ändern. Und diese Oberfläche zur Layer-Anpassung baut sich dynamisch aus den Styling-Dateien auf, die als Basiskarten hinterlegt sind und können auch über Metadaten noch sehr unterschiedlich gestaltet werden. Das zeige ich dann gleich auch noch einmal. Es geht dann darum, wie gesagt, nicht nur Stylings zu erstellen, sondern auch durchaus sich kleine Kartenanwendungen erstellen zu können, sodass man sich zur Karte noch Funktionen hinzufügen kann, wie eine Adresssuche zum Beispiel oder Infoabfragen. Und der letzte Schritt ist dann, dass man sich die Stylings dann aus dem Editor oder nicht nur die Stylings, auch die Anwendung aus dem Editor exportieren kann, indem URLs generiert werden, über die man auf die Stylings und Anwendungen dann von außen zugreifen kann. Ja, kurzer Überblick über die Technik, die dahinter steht. Das sind jetzt nur so die wichtigsten Komponenten. Wir setzen auf die Mapbox-Vektorteils. Solange jetzt es da noch keine Standards oder so vom OGC zu gibt, ist das erstmal das, was wir verwenden. Und als Kartenkomponente Mapbox GL.js und das Ganze eingebettet in eine Webanwendung, die mit Angular programmiert ist. Diese Komponenten bilden den VT-Map-Editor und dann gibt es eine zweite Anwendung, die auch auf GitHub veröffentlicht ist, den VT-Map-Service. Das ist das Backend von dem Editor, ein Python-Dienst, der speichert die erstellten Stylings und Anwendungen dann in eine SQLite-Datenbank. Wie gesagt, nur ganz grober technischer Überblick, aber das sind so die Hauptkomponenten. Bevor ich es gleich einmal live auch zeigen möchte, noch ein zweites Projekt, was im Zusammenhang mit dem VT-Map-Editor steht, ist das Projekt Smart Mapping. Das ist ein bundesweites Projekt, eine Arbeitsgruppe der ADV, der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder. Und hier haben wir aktuell sehr viele Synergien zwischen dem niedersächsischen Projekt Basisvisualisierung und diesem bundesweiten Projekt. Wir haben auch dort agile Arbeitsweisen. Wir beschäftigen uns auch dort aktuell
mit dem Fokus auf Vector-Tiles, sodass wir da, wie gesagt, sehr viele Synergien zwischen beiden Projekten auch nutzen können. Dieses Projekt geht aber auch noch stärker in Richtung Datenmodell. Hier wird viel getan, um unsere amtlichen Daten automatisiert in eine gemeinsame Datenbank zu überführen, sie aus dem 3A-Schema zu überführen, ein einfaches Datenmodell, ein flaches Datenmodell, was man dann in diesem Fall jetzt auch für die Vector-Tiles gut weiterverarbeiten kann. Und es geht darum, neue Kartenprodukte der ADV zu erarbeiten, aktuell eben eine neue Webkarte basierend auf Vector-Tiles. Und warum ich dieses Projekt erwähne, ist, dass der VT-Map-Editor dort als Web-Frontend aktuell eingesetzt wird. Das ist eben der erste praktische Einsatz für diese Software. Wir haben Anfang der Woche eine Beta-Version veröffentlicht, dieser Webkarte, wo man den Editor eben auch selber sich anschauen kann und auch ausprobieren kann. Das Ganze möchte ich Ihnen einmal live zeigen. Dafür müssen wir einmal wechseln in den Browser. So, um etwas größer zu machen. So, also das ist jetzt die Beta-Version von dem Projekt Smart Mapping, und das, was Sie hier sehen, ist eben die Software VT Map Editor hinterlegt mit Karten, die dann in dem Projekt Smart Mapping erarbeitet wurden oder erstellt wurden. Grundsätzlich ist es, wie gesagt, ein Mapbox GL-Karten-Client, und ich will da gar nicht groß auf diese Funktionen eingehen, die der bietet, aber es sind neben den üblichen Navigationsfunktionen, die man sonst auch in den Clients hat, hier vor allem auch, dass wir die Karte neigen können, Karte drehen können und, wenn wir weiter reingehen, auch Überhöhungen darstellen können. In diesem Fall haben wir bundesweite LOD1-Daten hier in der Karte drin, sodass wir auch die Gebäude hier quasi in 3D uns anzeigen lassen können. Das, wie gesagt, ist noch normale Funktion von Mapbox GL. Und jetzt möchte ich einmal zeigen, was dann der Map-Editor mit der Karte machen kann. Wir haben die Möglichkeit, jetzt hier mal eine Suche zu machen. Wechseln wir mal nach Freiburg. Dann kann ich auch von hier aus mal sehen, wie es da aussieht. Ich kann es ja leider nicht in echt sehen. So, ich habe jetzt hier unten verschiedene Werkzeuge zur Verfügung und kann mir erstmal eine Basiskarte auswählen. Das ist jetzt eine Karte, wo auch ein Relief hinterlegt ist. Ich kann auch sagen, ich möchte eine Karte ohne das Relief. Bei mir tut sich gerade gar nichts. Ja, ist ein bisschen langsam, jetzt kommt was. Oder ich möchte eine Graustufenkarte anzeigen, ein Nachtstyling. Das, also was hier hinterlegt wird an Stylings, das kann der, kann eben der Hoster dieser Software frei einstellen. Und wenn ich mir ein Styling ausgewählt habe, habe ich hier auch schon erste Möglichkeiten, mir die Karte weiter anzupassen. Zum Beispiel Werkzeuge, wie wir sie aus der Bildverarbeitung kennen, haben wir hier mal ausprobiert einzubauen, dass man sagen kann, ich will die ganze Karte in der Helligkeit verändern, Helligkeit erhöhen oder verringern. Oder dass man sagt, ich möchte die Sättigung verringern, so aus der bunten Karte eine Graustufenkarte machen. Sie sehen schon, einige Objekte bleiben hier noch bunt. Es ist noch ein Prototyp, es gibt noch einige Stellen, wo man noch ran muss, aber grundsätzlich haben wir auch das mal probiert, dass man für die ganze Karte auch mal eben solche Dinge wie Helligkeit und Sättigung ändern kann. Dann noch eine kleine Spielerei im Grunde, um zu zeigen, dass wir vollkommen flexibel sind, was das Styling angeht. Wenn man oft genug klickt, sieht es irgendwann auch schön aus, aber es geht vor allem darum zu zeigen, dass wir jetzt eben unsere Daten hier komplett flexibel darstellen können. Dann kann man als nächstes einzelne Layer anpassen. Dieser Bereich baut sich dynamisch aus den hinterlegten Stylings, den JSON-Stylings auf. Und dieser Bereich kann auch komplett anders aussehen, wenn man in den Stylings gewisse Metadaten hinterlegt. Das hier ist quasi die Rohansicht. Hier sehe ich sämtliche Layer, die im Styling drin sind. Ist nicht sehr nutzerfreundlich, aber funktioniert grundsätzlich auch schon mal, dass ich sagen könnte, mal ein bisschen weiter raus, so. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel für die Siedlungsflächen die Farbe ändern. So, das Da kann ich jetzt beliebige Farben einstellen, bis mir da was gefällt. Ich könnte hier die Deckkraft ändern, aber das ist es auch schon. Man könnte über die Mapbox-Styling-Spezifikation noch viel mehr Sachen machen, aber wie gesagt, es geht uns darum,
im Grunde rudimentäre Änderungen machen zu können, die eigentlich jeder Nutzer auch versteht. Gut, wenn ich mir meine Karte vom Styling her angepasst habe, dann kann ich auch noch die Funktionen, die die Karte haben soll, einstellen. Aktuell haben wir hier jetzt drin, dass ich Steuerungselemente der Karte ein- und ausblenden kann, dass ich sagen kann, ob eine Info-Abfrage möglich sein soll, wenn ich hier reinklicke, dass ich die Attribute dann sehe zu den hinterlegten Daten oder dass ich sagen kann, ich möchte in der Karte eine Suche haben oder eben nicht. Und wenn ich mir dann meine Karte konfiguriert habe, das Styling eingestellt habe und ja, die Funktion definiert habe, dann kann ich sagen, ich möchte diese Karte jetzt veröffentlichen. Dann werden mir hier zwei Links generiert. Einmal ein Link zu der Anwendung, der Kartenanwendung und ein Link zu dem Kartenstyling. Das Kartenstyling sieht dann nicht sonderlich spektakulär aus. Das ist einfach nur das JSON, was hier dann zurückgeliefert wird, das Mapbox Styling JSON. Aber das könnte ich mir nehmen und jetzt in meine eigene Kartenanwendung, sofern sie Vektorteils unterstützt, dann einbinden. Und der zweite Link, der exportiert mir diese Karte als Anwendung. Also ich kann mir den Link kopieren und könnte es jetzt in meinem Browser hier die Karte aufrufen. Sieht jetzt genauso aus wie eben im Editor die Karte, von der Darstellung her, von dem Ausschnitt, den ich gerade sehe. Ich habe die eingestellten Funktionen zur Verfügung, wie die Adresssuche. Aber ich bin jetzt eben nicht mehr in der Editor-Anwendung drin, sondern das ist jetzt ein separater Kartenclient, der hier generiert wird, den ich mir jetzt zum Beispiel in meine Internetseite einbinden könnte, wenn ich dort eine Kartendarstellung haben möchte. Genau, also das ist dann die Möglichkeit, sich seine Ergebnisse aus dem Editor dann eben als URLs quasi zu exportieren und weiter zu verwenden. Gut, dann noch eine letzte Funktion, die ich zeigen möchte, die ist jetzt hier in der offiziellen Beta-Version noch nicht drin, deswegen wechsle ich einmal in eine Entwicklungsumgebung. Machen wir einmal etwas größer. Hier sieht man jetzt einmal, dass die Ansicht zur, hier sieht man es nicht, dass die Ansicht zur Änderung von der einzelnen Layer auch komplett anders aussehen kann. Hier habe ich jetzt in den Styling-JSON Metadaten hinterlegt, auf die der Editor reagiert, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich möchte hier so Slider haben, über die ich gewisse Themengruppen verändern kann, dass ich sagen kann, ich möchte weniger Verkehr in der Karte haben. Jetzt werden nach und nach kleinere und immer größere Straßen oder Verkehrswege ausgeblendet oder entsprechend wieder eingeblendet, wenn ich den Slider verschiebe. Und so kann ich dem Nutzer relativ einfach Werkzeuge in die Hand geben, um Karteninhalte zu reduzieren. Dann kann ich sagen, ich möchte aber auch auf Layer-Ebene arbeiten. Dann habe ich hier noch etwas mehr Themengruppen. Da kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt im Verkehr etwas verändern. Sehe dann hier beispielsweise Bundesstraßen und kann dann hier sagen, ich möchte die Füllung der Bundesstraßen ändern. Und jetzt ändert sich im Styling für sämtliche Layer, die eine Bundesstraßenfüllung darstellen, jetzt eben die Farbe. Und das sind im Styling eigentlich nicht nur ein Layer mit Bundesstraßenfüllung, sondern das sind in diesem Styling, ich meine, es sind drei, für Straßen auf normaler Ebene, für Brücken und für Unterführung. Und hier werden jetzt alle Farben eben auf einmal geändert. Und der Nutzer muss sich nicht Gedanken machen, wo im Styling steckt genau jetzt ein Layer, der mit der Füllung der Straße zu tun hat. Also das ist dann die Möglichkeit, etwas nutzerfreundlichere Oberflächen zu erzeugen. Das eben alles nicht über Konfiguration der Anwendung, sondern über Metadaten im Styling. Gut, dann zum Schluss noch ein kleiner Ausblick, wie es weitergehen soll. Funktional sind wir in unserer Projektgruppe Niedersachsen eigentlich so weit gekommen, wie wir kommen wollten, dass wir eben einen Prototyp haben, der aufzeigt, was wir mit unseren amtlichen Daten und Vektorteils machen können. Aber wir sind schon, wollen eigentlich gerne auch mit Nutzern mehr in Kontakt treten und wollen auch gucken, wofür kann man diese Anwendung oder auch die Vektorteils-Karten, die wir bereitstellen, weiter einsetzen. Ansonsten ist für uns jetzt erstmal der Fokus, einfach die Anwendung noch etwas stabiler zu machen. Wir noch einige Bugs, die wir fixen wollen. Automatisierte Tests ist ein Thema. Die sind theoretisch drin, aber laufen im Moment nicht richtig. Also da müssen wir noch mal ran. Die Dokumentation auf GitHub erweitern. Das Wichtigste steht drin, aber da muss auf jeden Fall noch mehr rein. Und ein Thema könnte sein Internationalisierung. Programmiert ist im Grunde alles auf Englisch. Kommentiert, dokumentiert ist alles auf Englisch. Die Oberfläche ist aber auf Deutsch.
Also wenn so eine Anforderung reinkäme, könnte man das auch nochmal eben auf Englisch überführen, die Oberfläche. Gut, ja, soweit der Überblick. Hier noch einmal Links zum GitHub-Repository, wo Sie die, ja, die Sourcen finden können. Der Link zu der Anwendung, die ich kurz gezeigt habe, schauen Sie gerne nochmal rein. Lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal genauer anzugucken, sich die Karten nochmal ein bisschen anzuschauen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie Interesse an dieser Anwendung haben, mehr darüber zu erfahren oder vielleicht Ideen haben, wofür man sowas weiter einsetzen kann, dann melden Sie sich gerne. Meine Kontaktdaten stehen da. Und da ich heute nicht persönlich mit Ihnen in Kontakt treten kann, ja, würde ich mich freuen, wenn Sie sich im Nachgang gerne melden. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Projektvorstellung. Da die Verbindung anscheinend sehr stabil ist, können wir sicherlich noch ein paar Fragen hier abarbeiten, falls es welche gibt. Freiwillige vor. Wäre das jetzt so auch auf andere Länder und in anderen Ländern anwendbar? Oder ist es teilweise so, dass da noch Anpassungen notwendig wären, weil die doch sich vielleicht ein bisschen unterscheiden, die Datenmodelle oder sowas? Oder die Datenerfassung? Ja, also der Software, dem Editor ist das egal, welche Daten dahinter liegen. Der kann jedes beliebige Styling einbinden mit jedem beliebigen Daten dahinter. Das müssen keine amtlichen Daten sein, das kann alles Mögliche sein. Die Oberfläche baut sich dynamisch aus dem Styling auf und wo die Daten herkommen oder die Stylings, das ist im Grunde egal. Wir hätten noch Zeit für eine Frage. Dem scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Ansonsten stehen ja Sebastians Kontaktdaten gerade auf dem großen Screen. Ich denke mal, man kann sicherlich in Kontakt treten. Und ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für den Vortrag und entlasse Sie alle in die Mittagspause.